Eigentlich wollen wir über die Auswirkungen des Klimawandels berichten, den steigenden Meeresspiegel. Aber bei den Recherchen auf der Hauptinsel Male wird klar, auch in anderer Hinsicht heißt es Land unter. In vielen Moscheen wird eine radikale Form des Islam gepredigt. Wir haben gerade ein paar Aufnahmen gemacht, da werden wir von der Polizei gestoppt. Angeblich reicht unsere Dreherlaubnis nicht aus. Also drehen wir im Hotel weiter. Ein Interview mit einer Regimekritikerin. Sie ist besorgt darüber, dass sich über 200 ihrer Landsleute der IS-Terrorgruppe angeschlossen haben. Manche hier sympathisieren mit dem Islamischen Staat, weil sie frustriert sind über die Unterdrückung im eigenen Land. Am nächsten Tag filmen wir auf einer anderen Insel, machen Interviews zum Klimawandel, aber auch zum religiösen Extremismus. Die Bewohner bestätigen, einige von hier sind zum Dschihad, zum Heiligen Krieg, nach Syrien aufgebrochen. Die in den Dschihad aufbrechen, handeln falsch. Der Dschihad zerstört unsere Gemeinschaft. Aber es gibt auch ganz andere Meinungen, wie von dieser jungen Frau. Ich bin für den Dschihad, mein eigener Bruder hat mitgemacht, er wurde Märtyrer. So Gott will, kam er sofort in den Himmel, nachdem er starb. Mitten im Interview werden wir erneut festgenommen, letzte Bilder heimlich gedreht mit meinem Handy. Erneut wirft man uns vor, wir hätten keine Dreherlaubnis. Unter der Hand erfahren wir, dass unsere Fragen zum IS der Grund sind. Meine Mitarbeiter und ich werden zurück nach Male gebracht, der Mann links ein Aufpasser der Polizei. Nach stundenlangem Verhör werden wir auf einem Lastwagen zum Flughafen gebracht. In unsere Pässe wird deported, abgeschoben, gestempelt. Das bedeutet auch, dass für uns ein 10-jähriges Einreiseverbot gilt. Kritik an der Ausweisung übt auch der Mitteldeutsche Rundfunk. Er betreibt als Federführer für die ARD das Studio Südasien. Dort hatte Markus Spieker bisher die Leitung inne. Dazu MDR-Chefredakteur Stefan Raue. Das Verhalten der Sicherheitsbehörden der Malediven beunruhigt uns sehr. Es entspricht eigentlich dem Verhalten von autoritären Regimen und steht im großen Kontrast zu dem Bild, was die Malediven hier in Deutschland eigentlich bewirken wollen, nämlich Strand, Sand, Sonne, und bedeutet nichts Gutes für die Freiheit der Medien in den Malediven.